Hallo, ich bin Oliver Kalkofe. Ihr kennt mich vielleicht aus Kalkofes Mattscheibe oder vom Wichser. Jetzt allerdings bin ich die Stimme von Franz von Fliegenhosen im neuen Disney-Film Planes. Da spreche ich ein Auto mit gestörter Persönlichkeit, denn ich bin ein Auto, das ich in ein Flugzeug verwandeln kann. Und hier sehen wir mal einen kleinen Ausschnitt. Mein Name ist Franz und ich bin ein riesen Fan von Ihnen. Zum ersten Mal nimmt ein Nutzflugzeug am Rennen teil. Das geht voll ins Auge. Dusty, du trittst gegen die besten Rennflugzeuge der Welt an. Ich habe Höhenangst. Der Flieger braucht Hilfe, das wisst ihr, oder? Ja. Es geht nicht darum, wie schnell du fliegst, sondern wie du schnell fliegst. Du kannst viel, viel höher fliegen, als du denkst. Hammermäßig. Ich wollte Ihnen danken, dass Sie kleine Flugzeuge so toll repräsentieren. Aber Sie sind ein Auto. Ernste Identitätsprobleme. So, und jetzt machen wir eine kleine Reise durch meinen persönlichen Filmgeschmack sozusagen. Wir schauen mal, was hier in der Videothek zu finden ist, was ich empfehlen möchte. Das erste zum Beispiel ist ein Film, den ich unbedingt empfehlen möchte, allerdings nicht den, den man mir hier hingestellt hat. Carlitos Way, bitte hier einfach vergessen, was hier drunter steht, und auch diese Hackfressen hier oben vergessen, denn dieses hier ist ein inoffizielles, sehr schlechtes Remake, was nichts mit dem Film zu tun hat, den ich eigentlich meine. Carlitos Way mit Al Pacino von Brian De Palma, ein großartiger Gangster-Krimi, der eine unglaublich tolle Atmosphäre hat, ein Wahnsinns-Soundtrack von Patrick Doyle, großartiges Kino, sehr ruhig erzählt mit einer wahnsinnigen Endverfolgungsjagd, die fast in einer Tour ohne Schnitt gedreht wurde. Unbedingt angucken, wer den Film noch nicht kennt, Sean Penn in einer seiner wirklich richtig geilen Rollen, unbedingt mal angucken, aber nicht diesen, nur dringend merken, nicht diesen, der Scheiße. Aber anderer mit diesem Schriftzug, ne? Gut. Okay? So. Weiter geht's hier mit ein paar Klassikern. Da konnte ich mich nicht richtig entscheiden. Wenn man mal so zurückgeht in die gute alte Zeit, als die Filme noch schwarz-weiß waren und in 2D, gehören diese zwei zu meinen Top-Klassikern. Ist jetzt auch nicht besonders originell, weil das nennen viele, weil das sind einfach gute Filme, deswegen werden die so oft genannt. Manche mögen es heiß von Billy Wilder, eine perfekt gemachte Komödie, die macht einfach Spaß, auch nach vielen Jahren noch. Selbst wenn alles etwas altmodisch und etwas bescheuert wirkt, ist es einfach fantastisch gespielt, ganz toll gemacht und vor allem eine super Geschichte, genauso wie bei Sein oder Nichtsein von Ernst Lubitsch, wo man einfach merkt, die besten Komödien entstehen, wenn eigentlich der Hintergrund sehr ernst ist. Das ist hier bei beiden Filmen der Fall. Deswegen fiebert man wirklich auch mit den Leuten mit. Und umso witziger sind dann die Momente, wo man sich dann ein bisschen entspannen kann. Zwei absolute Tipps, die auch heute eben immer noch Spaß machen, weil die ein unglaubliches Tempo und ein ganz tolles Timing haben. Und die kann man auch jungen Menschen, die vielleicht mal sehen wollen, wie war das denn früher, als ich noch nicht alles so in die Kamera bewegt hat und Filme nicht alle unbedingt 2,5 bis 3 Stunden waren, die Kurzfilme, dann kann man denen das mal zeigen und ihnen das versuchen zu erklären. So, wo haben wir den nächsten Film? Ach hier, ja, natürlich zwischen Edgar Wallace Filmen, die ich auch alle wärmstens empfehlen könnte, denn mit denen bin ich aufgewachsen und die haben mich und andere dazu inspiriert, eben den Wichser und Neues vom Wichser zu machen. Auch immer wieder toll. Aber hier ein Film, mit dem Menschen aus meiner Generation absolut aufgewachsen sind und das einfach eine Perle des Comedy-Kinos ist. Alles von Monty Python kann man sich eigentlich immer wieder anschauen und alles ist großartig. Aber Das Leben des Brian ist, glaube ich, der Film, wo alles zusammenkam. Wo jede einzelne Szene für sich steht und fantastisch ist, wo aber auch der Film mit der ganzen Aussage, die dahinter steht, einfach zeitlos großartig ist. Und ein Film, den man sich früher, bei mir zu Hause haben wir den 100.000 Mal geguckt, noch auf schrabbeligen Videobändern. Und man hat den Programmkinos sich wieder angeguckt und so weiter. Jetzt gibt es schon eine schöne Blu-ray davon, wo es richtig gut aussieht. Aber ein Film, den man immer wieder angucken kann. Unbedingt sehen. So, hier sind wir in der Action-Ecke. Ich bin ein großer Fan von Actionfilmen, schon immer gewesen. Fing an mit Godzilla, der mein Lieblingsschauspieler war in frühen Jahren, der unnachahmlich einfach Städte aus Pappe handgeschnitzt zertreten hat wie kein anderer. Dann natürlich auch James Bond, mit dem ich aufgewachsen bin und noch im Kino gesehen habe, wo die ganzen Filme dann immer in der Kindervorstellung wiederholt wurden. Geschnitten, bitte, möchte ich mal bemerken. Damit die ab 12 zugelassen wurden, waren die Sean Connery-Filme immer ohne Action-Szenen.
Also der große Kampf im Zug bei Liebesgrüße aus Moskau. Ein Schlag liegt tot am Boden. Super. Stinklangweilig waren die dann. Aber trotzdem, Skyfall habe ich jetzt einfach mal rausgesucht. Finde ich nach langer Zeit einen wirklich fantastischen Bond, der alles hat, was man braucht. Also einer, der mich nach langer Zeit mal wieder richtig begeistert hat und wo ich gesagt habe, wow, ich finde, sie haben alles richtig gemacht. Viele Leute haben auch gemeckert, aber ich finde, er ist von der Kamera, von der Geschichte, von der Action, vom Tempo, von allem her einfach so, dass er mich total gepackt hat und ich wieder dachte, ich bin stolz darauf, ein Bond-Fan zu sein. Ähnlich ging es mir bei meinem alten Kumpel im Unterhemd, John McClane. Bruce Willis, Stirb langsam. Teil 1 ist für mich unerreicht einfach der beste Actionfilm aller Zeiten. Es war so der erste, der in der damaligen Zeit kam, wo ein Actionheld eigentlich auch ein Mensch war. Davor hatte man immer Schwarzenegger und Stallone gesehen, die einfach nur mit so viel großen Waffen, wie sie gerade noch tragen konnten, alles niedergeballert haben, was ihnen in den Weg kam. Und hier war eben Bruce Willis so als erster, mit dem man mitgelitten hat, wo man fast geweint hat, wenn er mit blutenden Füßen sich über den Boden geschleppt hat und nach Holly schrie. Und man hat wirklich auch gedacht beim ersten Teil noch, vielleicht überlebt das nicht. Heißt ja auch noch Stirb langsam. Hui. Ne? Wusste man gar nicht, wie das so ausgeht. Aber war großartig, ganz tolles Kino. Teil 1 und 2. Teil 2 hat mir immer noch Riesenspaß gemacht, ganz toll. Und die anderen, dann geht es halt so langsam nach unten. Über die 5 reden wir gar nicht. So, und wenn man Filme vorstellt und vorschlägt, dann denke ich, muss man noch immer irgendwas dabei haben aus der Rubrik kennt ja eigentlich keine Sau. Oder wo ihr sagt, was ist denn das nochmal? Und dann die richtigen Freaks sagen, ja natürlich kennst du den nicht. Und so einer ist zum Beispiel Tucker and Dale vs. Evil. Ein Film, den leider sehr wenige Menschen kennen, obwohl er ein größeres Publikum verdient hätte. Eine wunderschöne Parodie auf die ganzen Slasher-Horror-Filme aus dem Genre. Ein Haufen Trottel kommen in den Wald und lernen da die Ureinwohner kennen, die sich durch Inzest über mehrere Generationen fortgepflanzt haben und jetzt alles niedermetzeln und aufessen, was ihnen in den Weg kommt. Hier ist es genau andersrum, nämlich eine Gruppe von jungen, coolen Studenten aus der Stadt kommen quasi in ein Waldstück, wo zwei sehr nette Menschen, nämlich Tucker und Dale sind, die ganz, ganz nett und liebevoll und nur halt so ein bisschen ja rustikal halt sind. Die Jungs und Mädels haben aber alle diese Horrorfilme gesehen und denken, das müssen zwei geisteskranke Inzestopfer sein, die irgendwie mit der Kettensäge rumlaufen. Ist nicht so, aber durch Dummheit bringen die sich quasi selber alle um. Und das ist eine wunderschöne, großartige Komödie, ganz toll geschrieben. Trotzdem, obwohl es eigentlich eine sehr blutige Splatter-Komödie auch ist, mit ganz viel Herz und ganz liebevollen Charakteren. Ich hatte einen Riesenspaß, habe ich beim Fantasy-Film-Festival durch Zufall gesehen und war ganz begeistert. Gehört so zu der Rubrik Geheimtipp eben mal. Und dann kann man bei Schlaumeiern mitreden, die dann sagen, kennst du ihn? Ja, ich kenne den auch. Und alle anderen, haha, ihr noch nicht. Dafür ist das super. Ich bin auch ein großer Fan von Superhelden, da ich mit Comics groß geworden bin. Batman, Superman, Spider-Man, das waren alles meine ersten Helden. Ich wollte gern Spider-Man oder Batman werden. Spider-Man wäre erste Wahl gewesen, aber wo findet man eine radioaktiv verseuchte Spinne, die einen beißt, wenn man eine braucht? In Peine nicht. Da gab es höchstens mal eine tote Ratte mit Lebensmittelvergiftung oder sowas. Und Batman wäre das zweite gewesen oder hätte ich gut sein müssen in Sport oder Chemie oder Multimillionär. Hat alles nicht funktioniert, deswegen habe ich es sein lassen und habe mir immer gewünscht, dass es mal einen richtig tollen Superheldenfilm gäbe. Denn in den 70ern gab es im Kino nur diese ganz popelig furchtbar gemachte Fernsehserie mit Nicholas Hammond zu Spider-Man, der Spinnenmann, wie es dann hieß, die grauenhaft war. Aber man hat es trotzdem geguckt, nur einfach, weil man dachte, oh, näher kommt man ja nicht ran. Und als dann Spider-Man kam, war ich wirklich richtig glücklich, weil mein Fanherz aufging und ich dachte, wie geil, so habe ich es mir vorgestellt. Und Spider-Man 2 ist ja eigentlich dann nochmal eine Nummer besser fast als der erste mit Doc Octopus und so weiter. Hab ihn kaputt gemacht, macht nichts. Ist schon so oft ausgeliehen, da ist das ohnehin. Egal, mein Name. Ist ja immer schwer, wenn man sagen muss, was ist eigentlich dein Lieblingsfilm, aber ich habe mich jetzt auf einigen mit mir selber geeinigt und das ist und bleibt die üblichen Verdächtigen, The Usual Suspects. Das war so der Film, der mich irgendwann in den 90ern wieder zum Kino so richtig zurückgeholt hat, nachdem es eine
lange Phase gab, die eher ein bisschen langweilig war, wo mich jedenfalls die Geschichten auch nicht so richtig gepackt haben. Den Film sah ich im Kino. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Ich dachte, es wäre eine Komödie, weil es so ein ähnliches Plakat mal zu einem Fisch namens Wanda gab. Und da dachte ich, ah, das ist bestimmt irgendeine Komödie. Hab den gesehen, war so begeistert. Das war der erste Film mit einem großen Twist, was jetzt alle Filme versuchen, 5 oder 6 Mal irgendwie noch einzubauen. Das war der erste Film, der wirklich am Ende eine Überraschung hatte, mit der ich nicht gerechnet hatte und der einfach von der ganzen Stimmung und der Atmosphäre her so perfekt gelungen war, von den Schauspielern, vom Schnitt, von der Musik, von allem, dass er mich von der ersten Sekunde an gefesselt hat und bis zum Ende nicht mehr losgelassen hat und ich tagelang nur über diesen Film nachgedacht habe, gesehen, nur überlegt habe, wann kann ich den nochmal sehen, damit ich ihn richtig verstehe. Weil man muss ihn eigentlich direkt nach dem Sehen nochmal gucken. Heute bestimmt nicht mehr so überraschend, wie er damals war, aber für mich einmal noch einer der großartigsten Filme aller Zeiten. Auf dem Weg kommen wir ganz zufällig vorbei an Little Britain, was ich nur mal so noch nebenbei erwähne, weil es die Serie ist, bei der ich eigentlich meine größte Synchronerfahrung sammeln durfte. Und zwar nicht nur im Sprechen, was ich mit Olli Welke zusammen gesprochen habe, sondern auch im Schreiben, weil ich auch die Synchronbücher dafür verfasst habe, da ich selber Fan der Serie war und einfach wollte, dass man den Humor so gut wie nur möglich rüberschaffen kann, auch wenn es manchmal nicht funktioniert, weil es eben total britisch ist oder weil man nicht weiß, worauf sich das bezieht oder Schwierigkeiten mit der Sprache hat. Das hat großen Spaß gemacht und da habe ich sozusagen die meiste Übung bekommen, wodurch ich dann bei Filmen wie Planes, jetzt zum Beispiel Franz von Fliegenhosen, das gestörte Flugzeugauto sprechen durfte. Oh, was sehe ich denn hier? Welch ein Zufall! Wer ist denn dieser gut aussehende junge Schauspieler dort? Ja, die Wixer-Filme muss ich natürlich auch mal ganz kurz erwähnen. Vor allem der zweite liegt mir doch am Herzen. Denn beim ersten haben wir geübt und ganz viel falsch gemacht. Beim zweiten haben wir immer noch ganz viel falsch gemacht, aber waren schon einen kleinen Schritt weiter. Auf jeden Fall ist das ein Film, mit dem ich einfach wunderbare und tolle Erinnerungen verbinde. Denn wir hatten unglaublichen Spaß. Es war wirklich, dass alle eine große Wixer-Familie geworden sind danach. Ich habe einen großen Traum erfüllen können, mit Madness zusammen ein Video dazu drehen können. Die haben Musik dafür gemacht. Ist einfach ganz toll. Ein Film, der viel zu oft vergessen wird, wenn man sich denkt, was kann ich mir denn heute mal eigentlich für einen Film antun? Dann Neues vom Wixer. Und in diesem Moment kann ich auch eigentlich kurz nennen, Triple Wix, der schon lange angekündigt wurde und so in einem internen Wettrennen sich befindet, ob erst Triple Wix oder der Berliner Flughafen das Licht der Welt erblicken wird. Es sieht im Moment ganz gut aus, dass der Wixer das Rennen machen könnte. Wir haben fest vor, nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, Triple Wix zu drehen. Wir sind gerade voll in der Vorbereitung. Daumen drücken, dann wird er hoffentlich Ende nächsten Jahres oder in wenigen Jahren, wenigstens teilweise. Wir machen vielleicht so eine Teileröffnung, dass so die ersten Szenen gezeigt werden und im Laufe der Jahre dann immer wieder, wenn was fertig ist, hat unser Regisseur Merdon uns vorgeschlagen. Mal sehen. Der Film, den ich jetzt noch zeigen wollte, der ist nicht da. Der ist leider nicht hier vorhanden. Da handelt es sich um Mystery Science Theater 3000. Und die wahren Filmkenner kennen auch das und sagen, ja natürlich, und die anderen haben wieder keine Ahnung. Es handelt sich um Folgendes. Es ist eine Serie aus dem Sci-Fi Channel in Amerika, wo man schlechte Filme zeigt und drei Gestalten, die im Weltall sitzen und nichts Besseres zu tun haben, sich diese Filme angucken und kommentieren. Man sieht nur die Schattenrisse von den dreien und die kommentieren den Film. Das habe ich mit Olli Welke zusammen synchronisiert und das Synchrondrehbuch geschrieben, das deutsche, für diesen Film. Ein großer Spaß, wie ich finde. Der ist wirklich ganz toll. Man sieht den Originalfilm This Island Earth. Metaluna 4 antwortet nicht und hört dazu unsere Kommentare. Das führte uns jetzt auch so weit, dass ich mit dem Kollegen Peter Rütten für Tele 5 die schlechtesten Filme aller Zeiten produziert habe. So nah, wie wir rankommen. Es geht leider hier in Deutschland nicht so einfach, wie man denkt, es genauso zu machen wie Mystery Science Theater, aus rechtlichen Gründen. Aber hier haben wir es versucht, jedenfalls so gut wie möglich, betreutes Fernsehen zu veranstalten. Das heißt, es gibt
handverlesene Scheißfilme, die wir herausgesucht haben, wirklich vergurkte, vergrützte Murksfilme, die aber trotzdem hoffentlich ein bisschen Spaß machen. Wir gucken die gemeinsam und wenn wir aus der Werbung zurückkommen, ist es so ähnlich wie bei einem Fußballspiel. Wir machen die Berichterstattung, zeigen die tollsten Szenen nochmal in Zeitlupe, versuchen den Film zu erklären für alle, die ihn nicht verstanden haben, auch wenn man sie meistens gar nicht verstehen kann. Wir tun unser Bestes und gucken gemeinsam diesen Film. Es gibt immer noch einen Cocktail zu dem Film. Und das Tolle ist, das läuft erst jetzt seit ein paar Wochen, aber es ist ein Riesenerfolg und die Leute machen mit, machen sich die Cocktails, saufen sich die Filme schön, haben Spaß, twittern, sind über Facebook dabei und endlich hat man mal wieder die Möglichkeit, gemeinsam fernzusehen und mal wieder so einen Event-Charakter zu schaffen, weil ansonsten guckt ja jeder wann und wo er will und ist meistens allein dabei. Und auch wenn es schlechte Filme sind, so kann man wenigstens ein paar Freunde wiederfinden. Immer freitags 22.15 Uhr auf Tele 5. Und Kalkofs Mattscheibe geht demnächst auch weiter. So, und das war's jetzt schon von mir. Wer mehr von mir hören möchte, der darf das gerne tun in Plains, wo ich den Franz von Fliegenhosen spreche, ab dem 29. August im Kino. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder bei Kalkofs Mattscheibe oder den schlechtesten Filmen aller Zeiten auf Tele 5 oder sonst wo, vielleicht auf dem Berliner Flughafen. Bis dann, tschüss. Halt, das Wichtigste habe ich vergessen. Noch mehr dazu und zu allen anderen wichtigen Themen rund um Film gibt's natürlich bei Moviepilot. Im Internet, diese moderne Erfindung, ihr habt davon gehört. Viel Spaß, tschüss, bis bald.